Meine Schwester kränkte das Gerede der Menschen. Sie bekräftigte noch ihre Meinung. Jawohl, du bist selbst schuld dran, dass du krank bist. Du hast nicht um deine Genesung gebeten. Man hat dir eingeredet, lieber die Leiden zu wählen, denn das gefalle Jesus. Aber Jesus kann am Leiden kein Gefallen haben. Auch andere, die von den Ärzten aufgegeben wurden, sind gesund geworden, nur eben du nicht. Damit suchst du nur das Gefallen der Priester, denn die wollen aus allen Menschen Heilige machen, um ihrem Ansehen zu dienen. Man muss nicht so fromm sein, das verlangt Jesus nicht von uns. Vergebens erklärte ich ihr, denn jeder Mensch müsse das Ziel haben, heilig zu werden. Sie konnte es nicht verstehen. Sie beschuldigte auch unsere Mutter, sie hätte uns nicht so religiös erziehen dürfen. Auch das musste ich ertragen.